Bei mir im Gespräch darf ich heute Dr. Auma Obama begrüßen. Sie ist Schirmherrin der diesjährigen Minx Fashion Night, eine Charity-Gala, die am 12. Oktober hier in der Residenz in Würzburg stattfinden wird. Herzlich willkommen, Frau Obama. Vielen Dank für die Einladung. Sie kamen 1980 nach Deutschland, haben in Heidelberg Soziologie und Germanistik und Sozialwissenschaften studiert und später in Bayreuth promoviert. Insgesamt lebten Sie 16 Jahre in Deutschland, später auch in Großbritannien, bevor Sie dann wieder nach Kenia in Ihre Heimat zurückgekehrt sind. Haben Sie denn etwas an deutscher Mentalität oder Kultur nach Kenia mitnehmen können? Ich glaube, ich habe vieles mitgenommen, weil ich habe ja sehr lange hier gelebt. Ich kam als sehr junges Mädchen hierher, um zu studieren. Und ich glaube, für mich das Wichtigste, das ich mitgenommen habe, war einfach dieses Bewusstsein, als Frau bestehen zu können. Eine Stimme zu haben, meine Meinung zu vertreten und keine Angst zu haben, Sachen zu machen, einfach weil ich ein Mädchen bin und weil ich das dem Jungen und den Männern überlassen sollte und habe meine Position gestehen und behalten können. Das war das Wichtigste. Sie haben für verschiedene Hilfsorganisationen gearbeitet und 2011 haben Sie Ihre eigene Stiftung gegründet. Sauti Ku heißt das. Was bedeutet das übersetzt und was ist das Leitmotiv dieser Stiftung? Die Stiftung bedeutet starke Stimmen, also Sauti Ku bedeutet auf Kiswahili starke Stimmen. Mhm. Und gerade deswegen, weil wir versuchen mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, um ihnen eine Stimme zu geben, überhaupt erstmal eine Stimme, dass sie ihre Position, ihre Meinungen vertreten können und dann darüber hinaus, dass sie die Kraft und die Stärke bekommen, ein Selbstwertgefühl zu haben, selbstbewusst zu sein und dann zu bestehen, um ihr eigenes Leben zu gestalten und erfolgreich zu sein als junge erwachsene Mensch. Und wie sieht diese Hilfe jetzt konkret aus? Welche Projekte haben Sie? Wir machen verschiedene Sachen, weil wir haben sozusagen verschiedene Schienen, wie wir arbeiten. Bei dem einen, wie ich das schon angedeutet habe, geht es um die Charakterbildung, Persönlichkeitsentwicklung. Und bei der Persönlichkeitsentwicklung benutzen wir sehr viele Methoden. Wir benutzen den Sport für das Selbstbewusstseinsgefühl. Wir machen so Kommunikationsübungen und Aktivitäten für das Selbstwertgefühl. Machen wir Teamarbeit, Leadership-Kurse, wie man zusammenarbeitet, aufbauende Arbeit mit den jungen Leuten, dass sie erstmal sich selber kennenlernen, eine eigene Identität entwickeln, eine eigene Position einnehmen als Individuen und auch als ein Teil einer Gruppe. Wir haben dann auch einen Teil, wo wir mit den jungen Leuten arbeiten, damit sie lernen, das Land zu bebauen. Also wir arbeiten hauptsächlich im ländlichen Gebiet. Und was wir sagen ist, dass sehr viele Menschen verlassen das Land und gehen in die Stadt und landen in den Slums, weil die überhaupt nichts haben. Die haben vielleicht in die Schule, die waren fertig, aber es gibt nicht genug Bürojobs. Und die meisten wollen im Büro arbeiten und die landen dann in den Slums, weil da nichts ist. Und da machen wir mit den jungen Leuten, wir machen Demonstrationsgärtchen, wo wir zeigen, wie man das Land bebauen kann, wie man damit einen guten Erlös erringen kann, dass man dann Geld verdienen kann damit. Das ist die Arbeit, die wir mit denen machen. Und eine dritte Schiene, die wir haben, ist, dass wir für die Leute, die Kinder in den Slums, weil die sind ja auch da, mit denen arbeiten wir so, dass wir Stipendien vergeben und Schulgeld bezahlen, damit sie überhaupt eine Ausbildung haben können, dass sie fertig sind in der Schule und so zu einer Arbeit kommen. Sie sind Schirmherrin der Fashion Minx Night. Organisiert wird die Charity Gala von Eva Lutz und Hans Arnold. Wie kam diese Verbindung nach Franken zustande? Also die Verbindung zum Frankenland kommt schon vorher daher, dass ich in Bayreuth studiert habe. Also für mich ist dann diese Gegend nicht so unbekannt. Zuerst habe ich gezögert, weil ich das nicht gesehen habe, wie kommt die Mode in Zusammenhang mit meiner Arbeit, wie kann man das verbinden. Und dann habe ich mich dann doch überreden lassen, dass ich dann hinkomme und war bei einer Show bei Eva und bei Minx und habe sie kennengelernt, habe beide kennengelernt und sofort haben wir uns irgendwie verstanden. Also vom Menschlichen her hat sie sofort verstanden, was ich mache. Sie haben einen berühmten Namen. Sie sind die ältere Schwester des US-Präsidenten Barack Obama. Wie gehen Sie damit um und inwieweit hilft es Ihnen bei Ihrer Arbeit? Erstens, den Namen kenne ich ja lange. Ich trage ihn, seitdem ich lebe. Von daher ist der Name für mich kein Problem. Andere Leute finden ihn sehr interessant und damit muss ich klarkommen. Die meiste Zeit ist es eine gute Sache. Ich kriege sehr viele Unterstützung deswegen. Die Leute haben meinen Bruder sehr gern und dadurch vertrauen sie mir auch.
Und ich kriege auch sehr, ich habe sozusagen sehr viele Pluspunkte deswegen. Ich weiß aber auch, dass damit eine große Verantwortung da ist, weil der Name gibt mir sehr viele Möglichkeiten, macht mir sehr viele Türe auf. Und da ist auch die Verantwortung, dass ich diese Türe so benutze, dass ich andere eine Stimme gebe. Weil ich kriege eine Plattform, wo andere Leute diese Plattform nicht haben. Und das ist mir sehr, sehr bewusst. Und dadurch, dass ich eine Plattform habe, kann ich über meine Arbeit reden, kriege dann auch die Möglichkeit, wirklich ehrlich zu zeigen, was ich mache, wo Leute mitmachen können. Und so habe ich dann sozusagen die Möglichkeit, diese anderen Leute zu helfen. Und ich hoffe, dass ich so gut bin am Ende, dass die Leute nicht nur den Nachnamen sehen, sondern auch den Vornamen für wichtig halten. In erster Linie. Ja. Vielen Dank für Ihren Besuch hier in Würzburg. Danke. Informationen über die Stiftung finden Sie auch unter www.sautiqfoundation.org und weitere Informationen zur Charity Gala unter www.fashion-night.de. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.